Was ist das? Wer bist du? Wer bist du, der jemandem erzählt, dass er was oder was er machen soll? Der Duft hält 5 Sekunden. Psst. Oh, weg. Es geht hier allgemein um dieses Genöle, was allgemein in Deutschland ganz groß ist, was Haltbarkeit, ja, etc. pp. Inzwischen ist das, glaube ich, sogar in den Staaten angekommen. Dies, jenes, bla bla bla. Es ist so unwichtig. Die Düfte sind unwichtig. So, dass überhaupt noch über die Düfte diskutiert wird, ist ein Wahnsinn. Es ist Quatsch. Das ist so wie die Leute, die fragen, was machst du beruflich? Bevor sie dich fragen, wie ist eigentlich dein Name? Wie geht es dir? Was machst du beruflich? Ganz ehrlich, Leute, da zeige ich den Mittelfinger. Den stehst du auf Königsberger Klopse ohne oder mit Kapern. Wenn der andere mit Kapern mag, kannst du denen noch nicht sagen, du musst mit Kapern essen. Das geht doch nicht. Das ist hier kein Hip-Hop-Kanal. Ne? Auch wenn ich von dort komme und das mal gemacht habe und Studio und so weiter. Aber hier, das ist ein, wir lieben Düfte. Willkommen zurück, Freunde. Ja, mein Name ist Dennis immer noch und wieder in Hamburg. Ja. Der Urlaub ist vorbei, 4 Wochen sind rum und ja, ich möchte euch heute mal ganz kurz und ich möchte mal einmal kurz was erläutern und für die Leute, für die Follower sprechen, die das Thema Parfüm auch ein bisschen ernst nehmen und die nicht nur am Rummeckern sind, whatever, wegen Haltbarkeit etc. pp. Ich werde das auch nur noch einmal jetzt sagen. Ich habe das öfters im Livestream gesagt, ich habe das öfters in meinen Short-Videos gesagt, ich habe das öfters auf TikTok gesagt, ich habe das öfters hier erwähnt in den Videos. Ich werde es jetzt noch einmal offiziell hier in einem Einzelvideo dafür erzählen. So, für die Leute, die meinen, der Duft hält nicht lange, der riecht nicht lange, ich nehme den nur 30 Minuten wahr, 30 Minuten, 10 Minuten, manche 30 Sekunden. So, diese ganzen Kommentare sind der größte Bullshit und ever. Es gibt bestimmt 1, 2 Düfte, die vielleicht nur 10 Minuten riechen. Ich habe keinen davon, aber es wird sie geben, vielleicht ganz wenige minimal. Aber die ich hier meistens vorstelle, auf jeden Fall nicht. So, ich weiß, dass manche Menschen unbedingt Beachtung brauchen, weil sie zu Hause in ihrem Privaten vielleicht keins haben. Sorry. Aber Leute, schreibt bitte doch mal was Vernünftiges rein und nicht irgendein Blödsinn und so weiter und so fort. Fakt ist, und jetzt noch einmal zum Mitschreiben, wenn ihr mehrere Düfte zu Hause habt, das heißt, ihr seid schon Freaks bei mindestens 6 Düften. So, ist einfach so, weil die meisten da draußen haben 2, höchstens 2, 3 Düfte. Meistens nur 1, wenn überhaupt. Die Leute, die ganz wenig Parfüm benutzen, riechen einen Duft viel intensiver. Wenn ihr jeden Tag Düfte benutzt, Proben riecht, überall noch was weiß ich was riecht, dann macht eure Nase dicht. Sie kennt es. Nach 20 Minuten, nach dem Parfüm aussprühen, macht die Nase zu. Ihr riecht also nur noch niemals, also auf jeden Fall keine 100%, sondern höchstens 50%. Das heißt, für die Haltbarkeit, die Ziage und so weiter und so fort, ist grundsätzlich weniger. So, ich weiß nicht, wie oft ich das erwähnen soll. Nur für die Leute, die neu hier sind, die in diesem Business neu sind, die irritiert das, oder wenn man schreibt, das hält nicht so lange, dies, jenes, bla bla bla. Genauso wie eigentlich gehört, dass ich wollte eigentlich nur über die Haltbarkeit reden, genauso wie ist es Geschmackssache. Wenn ihr einen Duft kacke findet, dann könnt ihr das so reinschreiben, aber Leute rein oder darunter reinzuschreiben, ihr braucht den nicht kaufen, ist Schwachsinn. Das ist Blödsinn. Allerdings, noch mehr natürlich blöder ist, dass die Leute, die darauf dann hören, natürlich solltet ihr euer eigenes Bild von einem Duft machen, aber lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten immer irgendwas erzählen. Ihr glaubt nicht, wie viel ich, erstens, ich lese die Nachrichten, zweitens, ich frage mich manchmal, was soll das? So, es ist doch euer Geschmack. So, und nicht von anderen. Habt ihr denselben Geschmack wie euer Nachbar oder habt ihr denselben Geschmack wie irgendeiner, den ihr auf der Straße sieht? Nein, es ist doch unwichtig. Schreibt doch nicht rein, den braucht ihr nicht zu kaufen. Was ist das? Wer bist du? Wer bist du, der jemanden erzählt, dass er was oder was er machen soll? Das geht nicht. So, also Leute, für die Leute, die das Werk hier gibt, so viele, natürlich sind das 98% der Leute, sind hier wirklich wegen den Videos hier und natürlich ohne rumzumeckern und so weiter und so fort. Ihr müsst das doch auch mal so sehen. Natürlich gibt es schwache Düfte. Es geht hier auch nicht um Preis gerade. Es geht hier auch nicht um Preis, Leistung. Es geht hier allgemein um dieses Genöle, was allgemein in Deutschland ganz groß ist, was Haltbarkeit, ja, etc. pp. Inzwischen ist das, glaube ich, sogar in den Staaten angekommen. Aber das ist von hier gekommen.
war ganz extrem. Nur es ist so scheißegal, wie der Duft riecht. Es ist so scheißegal. Hauptsache Haltbarkeit. Ey, wenn du starke Haltbarkeit haben willst, dann nimm und schmier dich mit Hundescheiße ein. Dann hast du starke Haltbarkeit und starkes Sillage. Aber nerv doch nicht andere Leute ständig, dass das nervt. Wir alle Creator, wir reden auch von Haltbarkeit, ja. Aber ganz ehrlich, man kann es auch übertreiben. Ich höre oder ich habe hier jetzt ein Glück nicht mehr so viel, aber es war eine Zeit lang extrem nur noch das. Es ist so unwichtig. Die Düfte sind unwichtig. So, dass überhaupt noch über die Düfte diskutiert wird, ist ein Wahnsinn. Es ist Quatsch. Es ging nur noch über Haltbarkeit. So. Das ist so wie die Leute, die fragen, was machst du beruflich? Bevor sie dich fragen, wie ist eigentlich dein Name? Wie geht es dir? Was machst du beruflich? Ganz ehrlich, Leute, da zeige ich den Mittelfinger. Mit so einen Leuten rede ich nicht. Was ist das für eine Frage? Das ist auch typisch deutsch. Was machst du beruflich? Man fragt mich erstmal, wie ich heiße oder willst du mich erstmal kennenlernen? So, das ist so unwichtig. Aber es ist natürlich, ne, Schubladendenken. Und genauso ist das ähnlich, ich betone ähnlich, bei Düften. Leute, für alle Neuen, für alle, die erst oder noch nicht so lange dabei sind und für natürlich für die anderen, die schon lange dabei sind, die einfach wegen des Duftes vor allen Dingen da sind und wegen den Videos und nicht nur wegen der Haltbarkeit und die nicht nur Leute sagen, was ihr machen müsst. Ne? Man kann eine Bewertung abgeben. Ja, das ist nur eine Hilfe. Genauso wie wir hier als Creator euch nur Tipps geben. Aber ich oder mir steht es nicht zu, euch zu sagen, was ihr kaufen sollt, wie manche hier unterschreiben oder bei anderen unterschreiben oder bei TikTok oder whatever wo. Alter Schwede, das macht mich wahnsinnig langsam. Und deswegen, normalerweise interessiert das nicht. Normalerweise muss man hier nicht so ein Video machen. Aber das ist der größte Schwachsinn, der größte Bullshit, der aktuell. Die Menschen wollen anderen Menschen erzählen, was sie machen sollen. Die anderen oder erzählen irgendeine Story, die nicht ansatzweise stimmt. So, 75% ist Quatsch. Es ist auch über seinen Geschmack und seine Nase. Das kommt doch auch noch dazu. Das hatte ich ja eben gerade gesagt. Das vermischt sich doch. Wie oft benutzt er Düfte? Ich habe eigentlich keinen Bock, über den ganzen Scheiß zu reden, ganz ehrlich. Wie oft benutzt er Düfte? Wie oft benutzt er keine Düfte? Und so weiter und so fort. Wie ist sein Geschmack? Stehst du auf Spaghetti? So, wenn der andere aber nicht auf Spaghetti steht, dann steht er nicht auf Spaghetti. Stehst du auf Königsberger Klopse ohne oder mit Kapern? Wenn der andere mit Kapern mag, kannst du denen doch nicht sagen, du musst mit Kapern essen. Das geht doch nicht. Das ist doch absoluter Quatsch. So, also, Düfte, 10 Minuten. Eine Minute und ganz ehrlich, ihr könnt jetzt unterschreiben, ja, das ist bestimmt Sarkasmus von den Leuten. Nein, nein. Wir sind in einer Welt 2024 bei den Leuten. Nein, die meinen das ernst. Das ist kein Sarkasmus mehr. Die meinen tatsächlich, dass dieser Scheiß nur 5 Minuten nur hält. So. Aber jeden Tag wahrscheinlich mit 100 Düften einspringen. Die Nase ist zu. Die Nase ist zu, Mann. Merkt euch das doch mal. Ich habe auch keine, ich diskutiere so und so nicht mehr. Grundsätzlich auch, ich gebe auch keine Antworten auf so eine Dinge. Nur auf vernünftige, wenn man normal diskutiert, normal schreibt. Kritik, normale, berechtigte Kritik ist auch in Ordnung. Aber Unterstellung, Beleidigung etc. pp., was das angeht, auch gegenüber meinen Followern, meine ich jetzt, meinen anderen, toleriere, das lasse ich nicht zu auf meinem Kanal, jetzt schon lange nicht mehr, ne, das ist nur mal, weil das ist absolut, es geht hier, guck mal, es geht um Düfte, Parfüm, so, das ist hier kein Hip-Hop-Kanal, ne, auch wenn ich von dort komme und das mal gemacht habe und Studio und so weiter, aber hier, das ist ein, wir lieben Düfte, Parfüm. Man kann diskutieren, ist ja auch geil. Aber irgendwas ständig in die Welt setzen, bla bla bla. Und das nicht zu begreifen, dass die Nase irgendwann zumacht. Was heißt irgendwann? Irgendwann meine ich übrigens, wenn man ständig, natürlich nicht, wenn man erst angefangen ist und 2 Wochen aufsprüht. Aber macht mal 3 Wochen oder 1 Monat eine Pause. Ja, ist schwer. Wer macht das? Bloß nicht. Stimmt. Aber wenn ihr das macht, werdet ihr mehr kennen. Wie stark der Duft ist, wo ihr meint, der ist auf einmal nicht mehr stark.
So, und das ist der Punkt. Ja, das wollte ich eigentlich mal loswerden und manche haben auch geschrieben, so und so, mach das doch mal und so weiter und jetzt habe ich das mal gemacht, aber im Endeffekt ist das absoluter Stumpfsinn, aber ich wollte euch nochmal sagen, glaubt nicht immer alles, was manche schreiben oder so, weil jeder hat eine andere Nase, jeder hat einen anderen Geschmack, ist doch logisch und ich meine gut, wer auf solche Menschen hört, und komplett sagt, okay, kaufe ich nicht. Du hast es gesagt, ich kenne dich zwar nicht, du hast es gesagt. Du, der hält nur 30 Minuten und du, als Beispiel 30 Minuten oder eine Stunde. Und du hast gesagt, der riecht nicht gut. Das mache ich. Den Menschen ist nur so nicht zu helfen. Also die haben keine eigene Meinung. Aber Leute, die eine eigene Meinung haben und den Lebensstil, Leute, ihr müsst das hier nicht unterschreiben. Die kaufen den Duft so und so. Und bei manchen hält er denn 8 Stunden. Mann, ich habe Düfte, ich habe eine gute Haut. Ich gebe Düfte, die halten bei mir 5 Stunden. Aber bei den 9 Stunden, es ist einfach so. So, und deswegen könnt ihr das, man kann darüber reden, aber vernünftig und nichts in die Welt setzen, was nicht stimmt. Und kein Duft oder 99% der Düfte halten auf jeden Fall länger als 30 Minuten und so weiter. So, egal, ist mir auch egal, was jetzt, ich wollte das nur mal raushauen. Manche haben gesagt, red da doch mal drüber, weil es wird doch irgendwann ein bisschen too much und so. Klar, okay, machen wir das mal, habe ich jetzt mal einen Retalk wieder gemacht, aber im Endeffekt, völlig egal, die Leute, der Duft hält 30 Minuten, der Duft hält 5 Sekunden. Psst. Oh, weg. Ja, geil, Leute. Also Rainer und Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Und ne, immer selbst ein Bild machen und so weiter und so fort. Hatte ich ja gerade eingangs alles erwähnt. Also Leute, reinhauen.